Wer Mama oder Papa ist, weiß ganz genau, so süß die Kleinen sind, sie können manchmal auch ganz schön anstrengend und nervenraubend sein. Wie muss das erst sein, wenn zu Hause nicht zwei, drei Kids warten, sondern, gut festhalten, 14 Kinder auf einen warten? Genauso ist es bei der alleinerziehenden Mutter Nadja Sulemann. Die 45-Jährige ist bereits Mama von 6 Kids, als sie im Januar 2009 Achtlinge zur Welt bringt. 2 Mädchen und 6 Jungs. Es ist eine absolute Sensation und auch ein Skandal in den USA. Mittlerweile sind Noah, Malia, Naria, Isaiah, Jeremiah, Jonah, Josiah und Makaya aber schon fast Teenager. Auf Instagram teilt Nadja immer wieder schöne Momente mit ihren Kids, so wie hier den 11. Geburtstag der Achtlinge, die sie liebevoll meine wunderschönen Engel nennt. Auch an Alltagsmomenten wie Einkaufen im Supermarkt lässt sie ihre rund 180.000 Fans auf Instagram teilhaben. Schnell wird klar, so eine Shoppingtour für 15 hungrige Mäuler sieht dann doch etwas anders aus als der eigene Einkauf. Auf den jüngsten Aufnahmen der Octomom sehen wir ihre goldigen Kids an Halloween. Jeder darf sich verkleiden, wie er oder sie will. Während sich die Jungs für gruselige Gesichtsbemalung entscheiden, gehen ihre Mädels als süße Kätzchen und posen direkt mal mit der echten Version. Neben all dem Trubel mit ihren 14 Kids ist Nadja auch noch in Topform und präsentiert nur zu gerne ihre stahlharten Muckis. Doch viel wichtiger, die tiefe und innige Liebe zu ihren Kindern. Auch wenn es viele nicht für möglich gehalten haben, hat sie einiges geschafft, Achtlinge alleine großzuziehen. Und das mit so viel Hingabe und Liebe. Die 14 Kids haben bei ihr Priorität. So hat sie auch lukrative Angebote für Reality-Shows ausgeschlagen. Ihre Lieblinge sollen ganz normal und behütet aufwachsen und nicht ständig von Kameras belagert werden. Und wenn wir uns diese Schnappschüsse so ansehen, scheint Nadja eine echte Supermom zu sein.